Jo Leute, was geht ab? Heute zu einem ganz anderen Video. Und zwar wurde ich inspiriert durch ein Video von Lollipop Beats. Sollte man kennen, wenn man ein bisschen in dem Space unterwegs ist, wo wir unterwegs sind, in den ganzen Producer Space in YouTube. Und zwar... Hey guys, today I'm gonna try make a beat in reverse order. So I'm gonna be starting with what I usually finish with, which is gonna be really weird. Genau, also sie macht ein Beat in reverse order, in umgekehrter Reihenfolge. Sie beginnt aber so, dass sie mit den Drums startet. Ich werde es so machen, dass ich erst mit dem Mixing beginne. Wenn ihr euch jetzt mal logisch überlegt, das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn, Digga, holy shit. Weil du weißt nicht, wie laut das Kick am Ende ist, wie laut das die Snare standardmäßig ist, welche Frequenz das bei einer Snare raus müssen, weil es halt alles individuell ist. Das schauen wir uns heute an. Mal schauen, wie das Ganze wird. Ich werde jetzt hier mal die Kick drauf belegen. Dann mache ich eine 808. Die mache ich so. Dann eine Snare, die mache ich so. Minus 6. Dann die Hi-Hats mache ich so. Dann eine Open-Head mache ich so. Ich kann es eigentlich mal benennen. Dann hier mache ich Bass. Den Bass mache ich jetzt. Oh, nee, das ist ganz schwer. Mach mal so. Und dann die Melodie mach mal so. Dann machen wir jetzt, wir gehen jetzt mal auf die Master, auf diese Effekte noch. Schauen wir mal da, was wir da noch machen. Ich würde auf jeden Fall mal hier einen Low-Cut-Filter so ungefähr reinmachen. Wo das vielleicht 200 bis halt viel sind, oder 200, 300 oder 400, wo wir schon waren. Dann mache ich einen Reverb rein, mache aber den Wet bisschen runter. Dann, ich nehme das normales nicht her, aber ich mache Sound Equalizer auf C einfach, der keine Ahnung. Und wir machen einen Chorus noch drauf. Ich mache diesen Chorus drauf. Da gehen wir auf die 2. Dann müssen wir noch den Master mixen, Digga, das ist ja so wild. Mache ich hier einmal meinen. Wenn ihr das Plugin kennt, wisst ihr ja, wie das funktioniert. Ihr müsst dann einmal kurz diese Stelle recorden. Und der macht es dann automatisch. Das werde ich natürlich erst am Schluss machen, weil ich kann ja gerade noch nichts recorden. Okay, wir machen es richtig wild. Das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Wir machen jetzt Kick-Pattern, Snare-Pattern und so. Machen wir jetzt einfach aus dem Kopf und dann machen wir die Sounds rein, Digga. Ganz verspult. Okay, wir machen jetzt auch noch, nachdem, dass wir erst alles gemixt haben, machen wir jetzt, bevor wir die Drums rein, oder die Sounds reinziehen, machen wir jetzt erst unsere Programmierung von den. Ich fange mal mit der Snare an. Wir können auch, ja, 140 BPM sollte passen, so vom Ding her. Das wird sich jetzt, also wenn ich das so lasse, dann folgt das genau der Kick-Pattern. Ist das, was ich haben will? Ich weiß ja noch nicht. Falls ich das Ganze jetzt in der falschen Oktave mache, dann werde ich das natürlich ändern, weil das macht einfach keinen Sinn. So, wir wollen ja sehen, wie man da rauskennt und nicht, wie man die Oktaven am besten auswendig kennt. Das ist ein bisschen dumm. Junge, das hört sich so kacke anhören. Nachdem, dass ich jetzt erst gemastert habe, dann gemixt, dann die Drums programmiert habe, kommt jetzt das Arrangen. Und nach dem Arrangen wird die Sound Selection gemacht. So, jetzt geben wir einen Riser. So, die ersten Sounds sind schon mal selected. Habe ich jetzt noch was vergessen? Wir schauen jetzt rein. Ich würde mit der. Ich würde eigentlich normal mit der Melodie starten. Deswegen fangen wir mit den ganzen Drums an. Okay, wir machen jetzt. Wir ziehen als erstes. Beziehungsweise. Ja, nee, schon mal. Wir ziehen als erstes. Was mache ich normal? Als erstes Hi-Hat und Snare mache ich als erstes. Dann Kick, dann 808, dann Open-Hat. Wir fangen mit der Open-Hat an. Dann die 808.
Dann die Heinekickers. Dann die. Nee, erst die Hyatt. Dann die Snare. Und dann die Mellow wird auch sehr interessant, was wir jetzt da machen. Ich würde einfach mal Flex öffnen. Ich weiß nicht ganz, wie soll ich das machen. Ich mache Expand, mache ich auch. Shit, dauert es mittlerweile lang zum Laden. Also, du wisst ja, was witzig ist nebenbei. Ich hab die ganze Zeit Kopf herauf, aber ich hab die ganze Zeit nichts gehört. Oh mein Gott, lul. Wenn das jetzt crasht, Digga. Bei fucking Xpand, Digga, das ist doch easy. Digga, FL Studio kommt nicht drauf klar, dass jemand so seine Beats macht, Digga. Holy shit. Ich zeig dir mal COD. Digga, holy shit, was lädt jetzt hier so lang? Okay, das könnte Fire sein. Das könnte literally Heat sein. Okay, warte, wir haben das in dem falschen Key. Wisst ihr, was krass ist? Wie krass, dass ich das fast auf 0 dB gelevelt habe. Digga, das ist ehrlich krass. Der Beat ist auch eigentlich cool. Nur was mich bisher stört bei der Melodie, habe ich das, weil ich das so kopiert habe, ist es jetzt immer, wo die. Ich, man hört diese zwei Kicks. Und auch da ist immer dieser neue Schlag von der Mello. Aber an sich eigentlich echt. Cooler Beat, Digga, no joke. I'm a playing man. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich challenge euch auch jetzt hier heraus, Digga. Macht das auch, versucht es auch. Und Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.